Hallo und herzlich willkommen auf geräder.de. Wir schauen uns nun eine Anwendung der Integralrechnung an, nämlich wie man den Mittelwert einer Funktion berechnet. Und was ist der Mittelwert? Wir haben hier eine Funktion mit einer unten geöffneten Parabel minus x² plus 4x. Und wir wollen herausfinden, ja, was ist gerade der Durchschnitt der Funktion? Der höchste Wert ist die 4, der niedrigste ist hier und hier die 0. Und ja, irgendwas dazwischen wird wohl der Durchschnitt sein. Das heißt, was die Funktion gerade in der Mitte annimmt. Nun, wir können vermuten, es wird irgendwo zwischen 2 und 3 liegen. Und wie wir es ausrechnen können, dazu bedienen wir uns eines Tricks. Und zwar benutzen wir die Fläche unter dieser Funktion. Nämlich, ich zeichne ein Rechteck, das gerade unsere 4 Einheiten breit ist und das gerade sozusagen den Durchschnitt als Höhe hat und das gerade genau die gleichen Flächen hat, wie unter unserer Funktion ist. Wie kann man das sehen? Ja, man hat hier eine Fläche, die zu viel, und hier auch eine Fläche, die zu viel ist. Und die soll gerade gleich groß sein wie die Fläche hier oben. Dann haben wir ein Rechteck gefunden, das genau die gleiche Fläche hat wie die Fläche unter dieser Funktion. Das heißt, wir können schreiben, Flächeninhalt dieses Rechtecks, das ist ja relativ leicht zu berechnen, das ist gerade die Länge des Rechtecks mal die Höhe. Und die Höhe, das ist gerade unser Durchschnitt, oder gerade auch der Durchschnitt dieser Funktion, wenn man sie waagrecht zeichnen würde. Nun, die Länge, die wissen wir in diesem Fall, das ist 4 mal unser gesuchter Durchschnitt. Nun, wir wissen auch etwas über die Fläche, denn die Fläche dieses Rechtecks ist genau die gleiche Fläche wie unter unserer Parabel und die Fläche unter einer Funktion können wir durch das Integral berechnen. Das heißt, wenn wir das hier umschreiben, die Fläche der Flächeninhalt a ist gerade das Integral von 0 bis 4 von f von x dx. Und das entspricht gerade 4 mal unserem Mittelwert. Also umgeschrieben bedeutet das, der Mittelwert ist gerade 1 Viertel des Integrals von 0 bis 4 f von x dx. Das können wir auch allgemein aufschreiben, das heißt, der Mittelwert m wäre das halt gerade 1 geteilt durch, nun, wenn es hier nicht 4 wäre, sondern einfach nur von dem Wert a bis zu dem Wert b, könnten wir gerade die Differenz ausrechnen, also b minus a. Also ist die Länge des Rechtecks immer b minus a mal das Integral. Das Integral, in diesem Fall allgemein gesprochen, in den Flächen, in den Grenzen a bis b von f von x dx. Das heißt, allgemein kann man Mittelwert mit dieser Formel ausrechnen. Nun machen wir das in unserem Beispiel. Also m wäre in diesem Fall 1 durch 4, wie wir es auch schon geschrieben haben, 1 Viertel. Integral von 0 bis 4. F von x haben wir, ist minus x² plus 4x dx. Nun, wie rechne ich ein Integral aus? Indem ich die Stammfunktion berechne, das heißt, hier steht 1 Viertel mal die Stammfunktion. Nun, was ist minus x² aufgeleitet? X² aufgeleitet ist 1 Drittel x hoch 3. Das Minus nehmen wir einfach mit. Und dann aus 4x aufgeleitet, x aufgeleitet selbst ist 1 halb x². Und 4 mal 1 halb, das ist 2, also hier plus 2x². In den Grenzen 0 bis 4. Nun, der Hauptsatz der Integralrechnung sagt, dass man dann einfach nur den oberen Wert einsetzen muss, minus den unteren Wert eingesetzt, also f, groß f von 4, minus groß f von 0, mal 1 Viertel in unserem Beispiel, weil wir hier noch die 1 Viertel mitnehmen müssen. Das heißt, es steht da 1 Viertel mal, und jetzt setzen wir mal die 4 ein, minus 1 Drittel mal 4 hoch 3 plus 2 mal 4 ins Quadrat. 4 ins Quadrat. Und dann minus dasselbe mit 0 eingesetzt, aber wir schauen, minus 1 Drittel mal 0 hoch 3 plus 2 mal 0 ins Quadrat, das ist 0. Das heißt, das können wir in diesem Fall weglassen. Und wir können weiterrechnen. 1 Drittel mal 4 hoch 3, 4 hoch 3 ist 64. Das heißt, hier steht 1 Viertel
mal minus 64 Dritte, 2 mal 4 ins Quadrat, 2 mal 16 ist 32. Jetzt bilde ich hier drin den Hauptnenner, also 1 Viertel, Dritte als Hauptnenner, minus 64 und dann 32 erweitert mit 3, das wäre dann 96. Minus 64 plus 96 ist 32. Also steht 1 Viertel mal 32 Drittel. Nun, die 4 und die 32 lassen sich kürzen mit der 8 und der 1. Und hier steht dann also 8 Drittel. Das heißt, die Lösung ist 8 Drittel. Unser Mittelwert, der jetzt irgendwo zwischen 2 und 3 liegt, ist also genau 8 Drittel. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.lyrella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.